war es auf jeden Fall nicht. Mal ausprobieren. Ja nicht. Das war mir zwar von vornherein klar, aber man will es ja mal testen. Ne? So, tja, was machen wir denn jetzt? Schickes. Wie kriege ich den blauen Laser hier rüber? Ihr habt es wahrscheinlich schon längst raus. Ihr lieben Zuschauer, ihr. Wahrscheinlich voll simpel und ich habe es mal wieder nicht gerafft. Ist es auch, ich habe es gerafft. Mit. Ha. Schaut es euch an. Like a boss. Wow, 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 wow. Alter, ich bin hier von abgerutscht gerade mit meinem Ellenbogen. Was war das denn eben? Das kommt davon... Wisst ihr, ich sitze hier so komisch. Mein Mikro ist genau von meinem Mund irgendwie, ne? Das heißt, ich kann zwar alles sehen, weil es ist nah genug dran, aber mein Ellenbogen liegt halt so auf meinem Stuhl und wenn ich mich ein bisschen drehe, dann rutsche ich da runter. Ich will hier durch. Okay. Ich habe ein Siegel gefunden. Ein Siegel... Siegel. Meine Rede. Oh, nur Laser. Okay. Finde ich nicht, dass es gut passt zusammen. Ich will da oben rein. Alter, irgendwas ist mit meinem Headset los. Ich habe gerade... Naja, ich brauche unbedingt neue Kopfhörer. Das ist schlimm an diesem Spiel, es ist so friedlich, aber man... Aber der Schein trügt. Zumindest kommt mir das immer so vor. So. Ja, du mich auch. Hier ist das Sigil. Sigil. Wie das Shigi. Ah, Shigi, bestes. Nein, nicht bestes Pokémon. Im Gegenteil. Ich hab Shigi irgendwie nie gemocht. Glurak for life, Alter. Also Glumanda in dem Fall. Ich hasse so Bereiche. Ich will dahinter gucken. Ich will wissen, was dahinter ist. Hier ist Gras. Aber da ist leider kein Objekt, kein wichtiges. Hier ist das Sigil. Nein, ich weiß es nicht. Kann ich denn auch das hier anlocken? Ja, kann ich. Tatsächlich. Die Musik ist schick. Schick. Das ist das Wort jetzt hier. Schick. Musik, die schick ist. Nein, die Musik ist gut. Das wollte ich damit sagen. Die gefällt mir. Ich würde jetzt nicht den Begriff atemberaubend dafür verwenden, aber die ist schon nicht schlecht. Kann man sich mal geben. Für so ein Spiel ist sie auf jeden Fall voll on point, Alter. Gibt es eigentlich Sterne?
Das, ups. Was war das denn eben? Voll der krasse Laser. Also das Ding hier wieder runterfahren. Ich überlege gerade. Das ist doch doof hier. Ich muss jetzt mal Folgendes erst machen. Ich muss mir erstmal hier diesen Dings hier frei machen. Und dann muss ich das hier und dann. Ach was, nee, ich muss Folgendes machen. Das hier muss ich machen. Ha, ich habe es, glaube ich, gelöst. Und jetzt. Bams. So. Und tada, Sigil. Und wie ich gesagt habe, das Ding geht runter. Leider. Das Problem ist, ich erwarte, dass hier hinten dran irgendwie ein Stern oder so ist. Ist aber wahrscheinlich keiner. Nur, inzwischen weiß ich schon gar nicht mehr, wonach ich genau suchen soll. Ich kann doch hier irgendwo, ist doch dieser Wegweiser, der mir hier sagt, was alles hier drin ist. Zwei Sterne sogar. Ach was. Zwei lustige Sterne. Gehen wir mal hier rein. Okay. Okay. Ach, da ist ein Stern. Das ist ja gut zu wissen. Da ist kein Stern. Da ist so ein Ding. Ich sehe hier nur Inputs, keine Outputs. Ist hier was drin? Nicht. Okay, hier ist das Sigil. Geht eine Treppe hoch, dann komme ich hier raus. Okay. Mhm. Da ist ein Würfel. Ah, schön. Ah, ich verstehe. Ich weiß nur nicht, wie ich es auslösen kann. Wahrscheinlich gar nicht. Ah, hier. Schick. Ich habe was aufgemacht, aber ich komme, glaube ich, gar nicht ran. Und hier komme ich sowieso nicht ran. Ja. Ui. Ui. Das ist cool. Voll geil. Bin ich hier. Würfel. Da fehlt das Aufsatzding. Ne? Du machst diese Geräusche. Ist das Wellblech? Da ist ein Stern hinter. Wenn da kein Stern hinter ist, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Weil, guck, hier ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, das heißt. Da hinten dran. Oder ich weiß nicht, ob da ein Stern ist, aber auf jeden Fall ist da was. Ja, ich bin jetzt hier nicht sonderlich hoch, also nicht sonderlich sinnvoll hoch. Wäre cool, wenn hier im Hintergrund so eine random Pyramide wäre, oder ja gut, bei den Griechen gab es da jetzt keinen ikonisches Background-Element. Das war ja alles mehr so wie hier. Schicke Welt auf jeden Fall. Doch, muss man schon sagen. Sieht gut aus. Ich will.
eigentlich am liebsten darüber springen, aber mein Roboter-Typ ist wahrscheinlich zu blöd dafür. Nein, ist er nicht. Ich hätte... Wow. Okay. Das ändert natürlich einiges. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Sekunde. Kann ich mich hier reinquetschen? Ja, kann ich. So. Weil ich wäre jetzt eh hier reingesprungen, deswegen. Okay. Eins, zwei, drei. Toll, es beißt sich mit sich selbst. Da ist ja eh nicht so wichtig an der Stelle. Da muss ja eh nicht mehr raus oder rein. Ah, ich kann ja das hier machen. Nee, kann ich nicht. Oder kann ich? Sekunde. Ja, und jetzt du weg. Und... Jetzt brauche ich den Würfel. Verdammt. Nein, ich brauche den Würfel überhaupt nicht. Ich brauche den Würfel nicht. Das reicht hier schon aus. Dann habe ich nämlich das Rätsel gelöst, aber... Das ist, scheint nicht das einzige Rätsel in diesem Rätsel zu sein. Zum Level. Und um hinter dieses zu kommen, werde ich... Aha. Level of Retail. Ich verstehe. Aber das ist, glaube ich, ein Shader-Level of Detail. Also ich glaube, dass... Ja. Ihr seht, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, wenn ihr schaut, wenn ich mich bewege, dann wird in die Tiefe weggenommen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem von einem, so einem Parallax-Shader oder... Ich glaube, das ist... Nee, das ist reines Parallax. Von einem Parallax-Shader zu einem normalen Bump-Shader gewechselt wird. Und, das erklärt auch die Entfernung der Verzerrung. Naja. Bisschen Shader-Kunde. Shader sind toll. Theoretisch könnte man mit Shadern alles schreiben. Nur so nebenbei. Wirklich alles, alles. Die Frage ist nur... Das Problem ist, es ist nicht gewollt. Also wenn Microsoft oder... Nee, doch, Microsoft oder Kronos wirklich wollten, dass man mit Shadern... Spiele richtig schreiben könnte oder Anwendungssoftware, dann hätten sie es schon längst möglich gemacht. Haben sie aber nicht. Weil es keinen Grund dafür gibt. So. Das, was ich mache, ist, ich kletter hier hoch wieder. Hallo? Fly, you fools! Ach ja, dann nehme ich dich und schmeiß dich wieder runter. Und dann... Nee. Nee. So. Ich habe nämlich das Gefühl, Sekunde. Ich muss hier hoch. Ich nehme das Teil mit, einfach weil ich es kann. Weil ich noch nicht genau weiß, ob ich es brauchen werde. Ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht. Ah. Ich hab's verstanden. Ich lasse es mal da unten stehen. Das war irgendwie doof, ne? Kann ich das wenigstens nehmen? Nein, natürlich nicht. Danke! Danke! Crow Team. Dieser blöde Roboter, ey. Dieser blöde scheiß Roboter. Dass er überhaupt vollkommen unskilled ist in allem. Der kann rumrennen und springen, das kann er gut.
Aber bei allem, was irgendwie mit... Also, nein, er kann nur rumrennen. Springen kann er nicht gut, so rum war's. Er kann gar nichts, kann der Vollidiot-Roboter.